Boden. Sieht nicht gut aus. Ihr seid es wieder, nicht wahr? Habt ihr die Schädel? Verdammt, spreche ich wieder mit einer Leiche? Wunderbar. Wenn ihr mir nun einfach die Schädel aushändigt, kann ich die Wirkung des Konservierungsrituals umkehren. Oh je, das vergesse ich immer wieder. Ihr müsst wissen, dass ihr seid, der mir geisterhaft erscheint. Dann müsst ihr das wohl übernehmen. Wenn ihr den Bewahrungsraum betretet, werdet ihr merken, dass ihre Geister in einem Nachhall ihrer letzten Augenblicke gefangen sind. Es sollte genügen, Schädel und Geist wieder zu vereinigen. Seht ihr das denn nicht? Ach ja, richtig, die Wände. Hier irgendwo gibt es einen Schalter, der einen Geheimgang öffnet. Ich erinnere mich nicht, wo er genau ist. Ansonsten würde ich euch suchen helfen. Ich musste mir schon eine ganze Weile keine Gedanken mehr um Wände machen. Das ist zu viel Macht. Ich kann ihr nicht standhalten. Ihr habt es getan. Ihr habt mich befreit. Diese Narren dachten, sie wären Nekromanten. Aber in ihrer Ignoranz haben sie alle in dieser Einrichtung getötet und auferstehen lassen. Nicht nur die zum Tode Verdammten. Wenn dieser Ort nicht so gut versteckt wäre, hätte sich seine Wirkung sogar auf Gradwald ausbreiten können. Ich weiß es nicht. Da das Ritual nun unterbunden ist, sollten die Untoten in dieser Anlage mit der Zeit dahinschwinden.
Und was mich angeht, nun, ich schätze, ich könnte an die Magiergilde herantreten und nachfragen, ob sie vielleicht meine Dienste braucht. Ich bin sicher, dass ich schon etwas finden werde. Langsam habe ich den Bogen raus. Darauf sollte ich wohl nicht stolz sein. Ihr arbeitet schnell. Bulak hat uns gefunden und erzählt, was geschehen ist. Wir mussten nur der Spur aus Leichen und entschärften Fallen folgen. Bulak sagte, dass ihr nach dem Schatz gesucht habt, in den sich Braut die Bluthai so hineingesteigert hat. Habt ihr ihn gefunden? Lasst mich diese Papiere einmal sehen. Bewahrungsraum? Oh nein. Braut die Bluthai hat nicht genug Meuterer, um die Albatros zu bemannen. Bulak meinte, dass er immer wieder von einer mageren Besatzung sprach. Ich glaube, er meinte eigentlich eine Mannschaft aus Skeletten. Genau deshalb braucht er wohl meine Frau. Die Schrift auf der Rückseite der Karte von Fenir war verschlüsselt. Bis auf das Wort Konservierungsritual. Das muss es sein. Sobald sie das Ritual entschlüsselt wird, braucht die Bluthai meine Mannschaft in seine untoten Schergen verwandeln. Als wir Bootsmann Vieren das letzte Mal sahen, bewachte er den langen Gang in die große Kaverne. Wenn dieser gerissene Bastard mich kommen sieht, wird er sich zurückfallen lassen und Braut die Bluthai warnen. Dann stirbt meine Frau. Falls er nicht schon den Untoten zum Opfer gefallen ist, möchte ich, dass ihr ihn ablenkt, während wir uns vorbeischleichen und noch ein paar mehr Leute aus meiner Mannschaft befreien. Oh, Bulak wollte mit euch sprechen, bevor ihr geht. Aber wenn ihr sofort los wollt, dann treffen wir uns in der großen Kaverne.
Kapitän macht sich Sorgen um Fenir. Das sollte sie. Aber ich habe viel Zeit im Ausguck verbracht, damit ich immer weiß, was vor mir liegen könnte. Ich habe Hironi und Rhaedir zuletzt in der Nähe der großen Kaverne gesehen. Sie könnten mehr über die Pläne von Brauti Bluthai wissen. Keiner davon ist ein Meuterer. Sie war früher die Geliebte von Brauti Bluthai, aber sie haben sich getrennt. Es gab so viel Streit, dass der Kapitän sie auf getrennte Wachen legen musste. Sie ist immer anderer Meinung als er. Deshalb gehört sie auch nicht zu den Meuterern. Aber Hironi weiß, wie er denkt. Sie könnte tiefere Einblicke haben, die uns abgehen. Er ist ein Nord, der mit Brauti Bluthai auf die Albatros kam. Aber er schwor dem Kapitän die Treue. Er weigerte sich, bei der Meuterei mitzumachen, als es dazu kam. Die beiden waren Axtbrüder oder sowas. Daher könnte Rhaedir eine Ahnung haben, was wohl als nächstes kommt. Gute Arbeit dort hinten. Nuttall hat eine alte Öffnung gefunden, die in diese Kaverne führt. Mehr Kletterei als mir lieb war, aber wir haben es geschafft. Meine Mannschaft macht kurzen Prozess mit den Meuterern hinter uns, aber es sind noch viel mehr in der Höhle.